Du bist dann angekommen auf deiner Matte in der Anfangsentspannungslage. Und du begibst dich jetzt dahin in die Rückenlage. Und dann spür nochmal, wie du auf deiner Matte liegst. Wenn du eine Decke genommen hast, achte darauf, dass die nicht über deinen Füßen zu sehr spannt, dass die locker nach außen fallen können und die Beine ungefähr mattenweit gegeben sind. Zumindest so, dass du dich wohlfühlst, dass es angenehm ist. Und die Arme sind auch etwas vom Körper entfernt, um frei tief atmen zu können. Und das macht das jetzt auch. Atme nochmal frei und tief, vollständig aus und auch tief ein. Dabei kannst du nochmal die Oberarme vor allem nach außen rotieren lassen, dass der Brustkorb sich öffnet. Und dann wieder mit dem Ausatmen die Unterarme zurückleiten lassen, soweit, dass die Hand, Rücken ganz sanft auf dem Boden auffliegen, die Finger sanft eingerollt. Die Schultern bleiben weg von den Ohren und du gibst nochmal Länge im Nacken hinein, etwas das Kinn Richtung Brust geben und dann ist ganz locker, langsam wieder locker, Millimeter für Millimeter und diese Entspannung schickt dann in den ganzen Körper bis zu den Füßen hinunter. Die Augen hältst du geschlossen, ganz sanft, Gesichtsmuskulatur entspannt, weich gelöst, Zunge ganz locker am Mundraum, Lippen sanft aufeinander gelegt. Und dann atme ganz tief ein bis in den Bauch, spüre, wie der Bauch sich hinaus wölbt. Und du Energie bis ins Sonnengeflecht aufnimmst und mit dem Ausatmen wird der Bauch wieder flach und diese Energie geht wie über Sonnenstrahlen in deinen ganzen Körper hinein. Einatmen in den Bauch, Sonnengeflecht, Manipura, Chakra. Ausatmen, überstrahlen wie eine Sonne in den Körper, Energie, Prana hineinschicken. Dann lass den Atem immer ruhiger und sanfter fließen und nimm dabei nochmal wahr, wie er kühl in dich hineinströmt und etwas angewärmt deine Nasenflügel auch wieder verlässt. Und du nimmst auch wahr, die Bewegung nochmal, kleine subtile Bewegung, jetzt der Bauch nicht mehr so doll in der Bewegungsphase. Und auch leichte kleine Geräusche nimmst du noch wahr, hauptsächlich jetzt im Inneren von dir. Nimm sie aber nur wahr, wie ein stiller Beobachter, bewerte diese nicht. Vielmehr such die Stille dazwischen, zwischen diesen Geräuschen und verweile dort. Für ein paar Augenblicke jetzt in der Stille. Heute werde ich in dieser fortgeschrittenen Stunde immer mal vor allem in den Asanas, ein paar Affirmationen und spirituelle Sätze bzw. Weisheiten mit hineinbringen. Und so
bevor du jetzt in die Bewegung kommst, nimm einfach jetzt einmal auf, ganz bewegungslos noch. Und finde so in die Gegenwart zurück. Nicht das, was das Auge sehen kann, sondern wodurch das Auge sehen kann. Erkenne das als Brahma, das Ewige, und nicht als das, was wir Menschen hier lieben. Nicht das, was das Ohr hören kann, sondern das, wodurch das Ohr hören kann. Erkenne das als Brahma, das Ewige, und nicht als das, was wir Menschen hier lieben. Nicht das, was Rede aufklären kann, sondern das, wodurch Rede aufgeklärt werden kann. Erkenne das als Brahma, das Ewige, und nicht als das, was wir Menschen hier lieben. Nicht das, was der Verstand denkt, sondern wodurch der Verstand denken kann. Erkenne das als Brahma, das Ewige, und nicht als das, was wir Menschen hier lieben. Sarvam Kalvidam Brahma. Alles ist wahrlich Brahman. Du kommst jetzt ganz langsam in die Bewegung. Streckst dich, gähnst, tust das, was dir gut tut. Befreist dich aber von deiner Decke, wenn du eine genutzt hast, oder sonstigen Hilfsmitteln, die noch auf deiner Matte mit liegen, außer dir selbst. Du bleibst noch in der Rückenlage da liegen. Ganz kurz. Stellst die Füße auf, gibst die Arme seitlich oder auch gern hinter dem Kopf verschränkt. Und dann gibst du die Beine immer geschlossen zu einer Seite, mit dem Atem verbunden und zur anderen Seite abgelegt, beziehungsweise so weit in die Dehnung, wie es eben gerade angenehm ist. So eine leichte Bewegung am Anfang, Krokodilsdrehung, entweder die Arme seitlich 90 Grad oder im Kopf, gern auch im Kopf verschränkt, die Hände. Jetzt lässt du die Beine auf der linken Seite liegen. Lass sie ruhig auf die Erde kommen. Wenn die rechte Schulter jetzt etwas abhebt, ist nicht so schlimm. Dass du da jetzt so einen Fixpunkt, so einen Punkt hast, wo du geerdet bist. Becken, Beine, Knie. Und jetzt komm aber nicht wieder nach oben zurück, sondern roll dich auf deine linke Seite. Kannst du hier einfach so eine Seitlage einnehmen, vielleicht den Kopf auf den Oberarm legen oder dich abstützen auf dem Unterarm. Das ist jetzt im Prinzip erstmal, vielleicht ist es ganz gut, auf den Unterarm abzustützen. Das ist jetzt besser für diese Übung. Genau, auf den Unterarm abgestützt. Und dann hebst du und senkst das obere Bein immer wieder. Anheben, senken. Ganz langsam oder auch ruhig etwas schneller, so wie es jetzt gerade für dich angenehm ist. Und ganze Beine, Muskulatur mal durchbewegen, die Gelenke. Und dann leg das Bein nochmal kurz ab, kurze Entspannungsphase. Und jetzt beginnst du mit kreisenden Bewegungen, dem oberen Bein. Ein Kreis in die gegengesetzte Richtung. Und leg es wieder ab, kurz loslassen. Als nächstes ziehst du das Knie zu dir heran und schiebst das Bein so seit nach vorn raus, sodass es dann 90 Grad ungefähr abgewinkelt ist. Da hältst du es jetzt mal kurz und hebst es an und lässt es sinken. Also in dieser Position noch mehr anheben, soweit es geht. Geht ja nicht so weit, aber ein bisschen. Bei einem geht es weiter, bei dem anderen nicht so weit. Anheben und senken lassen. Und dann schieb es wieder auf das andere Bein, leg's ab. Kurze Entspannung. Und dann heb's noch einmal an und zieh's jetzt ganz langsam wieder zu dir heran, schieb es raus und dann winkelst es im Knie gleich wieder an und schiebst es Richtung ausgestreckten Bein, ohne es abzulegen. Diese Bewegung machst du jetzt im Fluss. Kannst du das Fußgelenk noch mit reinnehmen,
Heranziehen den Fuß und auch, wenn das Bein gestreckt ist, Fuß noch mit wegstrecken. Und dann ablegen, kurz wieder in die Rückenlage zurückgehen und einfach mal Beine ausstrecken, nachspüren. Und demzufolge jetzt das Krokodil zur anderen Seite aufbauen, die Füße nochmal aufstellen, die Arme wieder seitlich geben, die Beine jetzt nach rechts geschlossen absinken lassen und liegen lassen. Und den Blick gibst du nach links. Mal statisches Krokodil kurz, tief atmen in den Bauch. Versuch noch mehr den Brustkorb zu öffnen, indem du immer mehr mit der linken Schulter zu Boden sinkst. Und dann roll dich auf die rechte Seite. Wieder abstützen auf den Unterarm. Und das obere Bein nach oben und geben und absenken lassen. Okay, kurz ablegen. Eins, zwei Zwischenatmungen und dann kannst du auch das Bein schon beginnen zu kreisen. Und dann kreis in die entgegengesetzte Richtung. Versuche, die Hüfte gut mit auszunutzen, große Kreise zu malen. Und dann leg das Bein noch einmal ab. Zieh das Knie zu dir heran, streck es 90 Grad seitlich von dir weg und heb es an und senk das Bein. Und nochmal zu dir heranziehen, ablegen, ganz kurz loslassen, Muskulatur entspannen im Bein. Und jetzt wieder dynamisch, ganz sanft zu dir heranziehen, es zur Seite wegstrecken, auch das Fußgelenk mitnehmen, Fuß wegpointen, wieder heranziehen, das Fußgelenk, Knie anwinkeln und Richtung ausgestreckten Bein auch nochmal ausstrecken und dann wieder entgegengesetzt. So, okay, und dann leg das Bein ab. Kurz hier in der Seitlage Entspannung nachspüren kannst du jetzt in der Seitlage, weil du dann in deiner Zeit dich gleich zum Sitzen nach oben drücken kannst, aus dieser Position in kreuzbeinigen oder Fersensitz hineinfindest. Richte dich gut ein, gut auf, ganz entspannt, angenehme, aufrechte Sitzposition, Arme entspannt, Beine entspannt. Schultern nochmal nach unten geben, Brustkorb öffnen, Nacken lang, Augen schließen, Gesichtsmuskulatur entspannt, gelöst, Zunge locker. Lippen ganz leicht übereinander, aufeinander. Und dann atmest du ganz aus, ein für oben. Om Savamangalamangaye Shivisavata Sarike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute
Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Dann herzlich willkommen, Namaste, heute Nachmittag hier im Shivananda-Saal. Alle, die direkt hier dabei sind und auch die dabei sein können durch Valentin, der das hier filmt, da können wir, ja, begrüße ich auch die Menschen, die jetzt online dabei sind. Ja, wie schon erwähnt, so eine Yogastunde ein bisschen gespickt mit spirituell, also eine leichte spirituelle Yogastunde, aber auch ja, so ein paar Variationen im Sonnengebet dann mit drin, dann vorher so ein kleines Warm-up mit einem leichten Kreislauftraining, aber nicht so lang, und aber wird warm. Aber ganz am Anfang jetzt, also nach der Rückenlage, das Kapalabhati und die Wechselatmung, sodass du nochmal ganz ankommen kannst, Energien zum Fließen bringst, aufbaust mit Kapalabhati und diese dann harmonisierst mit der Wechselatmung. Kapalabhati dann einrichten, Hände ins Chin-Mudra geben, ganz aufgerichtet ankommen und einmal ganz ausatmen. Und nochmal tief und vollständig ein. Atme wieder aus. Bequem ein für die erste Runde. Du beginnst. Aus, ein, aus, ein. Aus, ein, kräftig, hamso, 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 ham. Vollständig aus, gern vor dir abstützen. Erst Uddiyana Bandha kurz setzen und dann beginnst du mit Agnisara. Bauchdecke vor zurück flattern lassen. Halt den Rücken gerade, Kopfverlängerung. Entfache dein inneres Feuer im Bauch. Wenn du atmen musst, richtest du dich dann auf und atmest zwischen, kommst in die nächste Anhaltephase mit bequem gefüllten Lungen. Setzt fest Mula Bandha, Beckenbodenverschluss, Muskeln anspannen. Konzentration Manipura. Energien hier, jetzt wahrnehmen. Nabelgegend, Sonnengeflecht. Nochmal die Sonne vielleicht auch visualisieren. Sie strahlt in den ganzen Körper hinein. Pulsiert. Und nicht zu lang halten, nur wenn du merkst, du musst atmen, atmest du gleich entspannt weiter, bleibst noch aufmerksam in Manipura. Und dann übe jetzt Vajrasana Mudra. Versuch mal, die vorderen, mittleren und hinteren Beckenbodenmuskeln zu aktivieren. Einzeln für sich und dann in Wellenform von vorn nach hinten. Vorderes, mittleres, hinteres. Vorderes, so Geschlechtsmuskulatur, Harnleiter. Mittleres, die Sitzbeinhöcker etwas zusammenziehen, Perineum, Dammbereich und hinteres Mula Bandha, Anus, Schließmuskel. Und von dort kannst du auch nach oben noch mehr ziehen. Dann vorne nach hinten und dann von unten nach oben. Einige Male Beckenbodenmuskeltraining, aber auch Energien aktivieren, zum Aufsteigen bringen. Und dann löse das, zweite Runde Kapalabhati. Atme aus, tief ein, vollständig aus, bequem ein und beginne. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, hamso. Aus, ein, hamso, aus, ein,
Hamso, 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 stützt sich ab vor dir. Rücken lang gestreckt halten, Kopfverlängerung. Uddiyana Bandha erst kurz setzen und dann übst du wieder Agnisara oder auch Nauli, die Bauchmühle, Bauchmuskeln kontrahieren, kreisförmig bewegen. Wenn du spürst, du musst atmen, gibst du deinem Impuls nach, richtest dich auf, atmest tief vollständig ein und auch wieder ganz aus und kommst dann wieder in eine Anhaltephase mit für dich bequem gefüllten Lungen, circa 2/3 gefüllt. Mula Bandha, Aufmerksamkeit dorthin bringen zum Muladhara Chakra und hier noch so ein paar Mal dieses Ashwini Mudra üben. Beckenbodenmuskeln wellenförmig von vorn nach hinten und dann von unten nach oben. Vorn nach hinten, außen, unten, innen, oben, wenn es genauso war. Und dann setz festes Mula Bandha und bleib konzentriert im Muladhara. Wenn Energien jetzt dort war, wie sie sich sammeln in einer Schale oder einem Gefäß, hinunter fließt, tropft vom Manipura Chakra ausgehend. Jetzt Ashwini Mudra üben, Beckenbodenmuskeln im Gesamten anspannen und lösen, anspannen, lösen, immer wieder. Pumpbewegungen initiieren. Und dann lass locker. Dritte Runde jetzt mit diesem Ashwini Mudra. Jedes Mal beim Ausatmen setzen, Mula Bandha und beim Einatmen locker lassen. Atme aus. Und tief ein. Vollständig aus. Bequem ein und beginne. Aus, ein, aus, ein, aus, ein. Kräftig Mula Bandha Hamso, 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 Mula Bandha Hamso, 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 Mula Bandha Hamso, 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 vollständig aus und wieder abstützen. Jetzt Uddiyana Bandha, Bauchdecke nach innen oben. Und zusätzlich Mula Bandha. Und dann spüre diesen Zug. Die gesamte Vorderseite hinauf bis zur Kehle. Und dann wieder zwischenatmen. Aufgerichtet. Ankommen. Zweite Anhaltephase finden. Ashwini Mudra setzen. Beckenbodenmuskeln anspannen, lösen. Einige Male. Gern die ganze Zeit der Anhaltephase oder ein paar Mal und dann fest Mula Bandha. Hinauf, die Sushumna, feinstoffliche Wirbel, Kette, Säule, bis zum Ajna Chakra, Mitte des Kopfes hinein. Von dort aus, lass dein Bewusstsein in die Weite gehen und die Energie folgt.
Und dann nimm noch wahr, was du eben wahrnehmen kannst in dir, Energien, die entfacht wurden, Klarheit im Geist, auch Reinigung, Kräftigung, Muskulatur, Zwerchfell, Zwischenrippenmuskulatur. Jetzt aber bereite dich dann vielleicht nochmal mit einer kleinen Bewegung auf die Wechselatmung vor oder bleib so bewegungslos. Für die Wechselatmung, Anuloma Viloma, jetzt die Reinigung energetisch deiner Nadis, deiner feinstofflichen Energiekanäle und auch das Ausgleichen jetzt deiner Energien. Rhythmus, ich überlege gerade, beginnst du dann mit 4, 16, 8 und dann geht es auf 5, 20, 10 noch, wird es verändert auf 5, 20, 10. Okay, du gibst die Hände ins jeweilige Mudra, links ins Chin-Mudra, rechts ins Vishnu-Mudra. Dann komm ganz aufgerichtet wieder an, ganz entspannt, Augen geschlossen halten, Schultern entspannt weg. Atme ganz aus und auch vorbereitend nochmal durch beide Nasenseiten einatmen. Noch einmal ausatmen. Und jetzt verschließe rechts, atme links zügig ein, bequem die Lungen füllen, halte den Atem an. Mula Bandha setzen, auch wenn du alle drei Bandhas kennst, atme tief und vollständig. Und wenn du nur Mula Bandha setzt, reicht es mit dem bequemen Einatmen. Du kannst auch ganz vollständig einatmen, wie du magst, auch mit nur Mula Bandha. Dann löse auf jeden Fall jetzt die Bandhas, öffne rechts, atme aus. Ruhig, gleichmäßig, entspannt. Rechts zügig ein, bequem, Mula Bandha setzen, halten, Mula Bandha halten oder Maha Bandha. Nochmal die Schultern ganz entspannt halten, ganz aufgerichtet ankommen, Augen geschlossen, Gesichtsmuskeln weich gelöst, Kiefermuskulatur entspannt, rechter Arm angelegt, löse die Bandhas oder das Bandha, öffne links, atme aus, 8 Sekunden nutzen zum Ausatmen, ruhig, gleichmäßig. Links atmest du ein, geh hinunter zum Muladhara Chakra, halte den Atem dort und dann schick jetzt oder spüre, wie die Energien vom Muladhara Chakra aus hinauf steigen. Shumna, bis zum Ajna Chakra, bis zum Kopf. Löse Mula Bandha, öffne rechts, atme aus. Energetische Unreinheiten ausatmen, Verspannungen lösen. Rechts Energie, Prana, Sauerstoff einatmen, jetzt zum Ajna Chakra. Halten Mitte des Kopfes und lass nun die Energien hinunter sickern, hinunter fließen, strömen. Den ganzen Körper sich erfüllen, bis zum Muladhara Chakra gehen. Und dann wieder lösen und links öffnen, ausatmen, ruhig, entspannt, kaum hörbar. Links ein, geh wieder zum Muladhara Chakra, halte, fest Mula Bandha gesetzt und die Energien steigen auf, die Sushumna, Ida und Pingala hinauf, bis zum Ajna Chakra. Löse, öffne rechts, atme aus, entspannt, gleichmäßig, fließend. Rechts einatmen, bequem die Lungen füllen, Mula Bandha setzen, halten. Geh hinauf zum Ajna Chakra. Und dann lass von dort aus jetzt die Energien wieder hinunter sickern, fließen. Bis zum Muladhara Chakra. Und dann löse, öffne links, atme aus, entspannt und gleichmäßig. Rhythmus verändert, 5, 20, 10. Links ein, zügig immer noch, zügig die Lungen bequem füllen, halten und nun gehst du zum Svadhisthana Chakra. Kreuzbein, Schambeinbereich, bleibst hier konzentriert, aufmerksam. Kannst hier ein eigenes Mantra gerne wiederholen oder oben. Löse, öffne rechts, atme aus, gleichmäßig, entspanntes Ausatmen. 10 Sekunden nur nutzen. Atme jetzt rechts zügig ein, bequem die Lungen füllen mit Mula Bandha. Halte und geh nun zum Manipura Chakra, Nabelgegend, Sonnengeflecht, Lendenwirbelbereich. Wieder bleiben mit
deinem Mantra oder Om. Und dann löse, öffne links, atme aus, ruhig, gleichmäßig, energetische Unreinheiten wegatmen. 5, 4, 3, 2. Atme links ein, Energie, Prana, halte, geh jetzt zum Anahata Chakra, Herz, Brustwirbelbereich, wieder bleiben mit deinem Mantra. Und dann öffnest du jetzt rechts und atmest aus. Jetzt wieder rechts ein. Halte den Atem. Geh mit der Aufmerksamkeit zum Vishuddha Chakra. Kehle, Halswirbelbereich, eigenes Mantra oder Om wiederholen. Löst jetzt wieder und öffnest links, atmest aus, ruhig, entspannt, kaum hörbar. Jetzt die letzte Runde. Atme links ein zum Ajna Chakra hin, Mitte des Kopfes. Halte. Wieder hier auch Om oder eigenes Mantra wiederholen. Löse Mula Bandha, öffne rechts und atme aus. Gleichmäßig entspannt, 10 Sekunden. 4, 3, 2. Rechts ein, geh zum Sahasrara Chakra, Scheitelgegend, Raum darüber, Stille. Dann löse, öffne links, atme aus, nochmal vollständig, so gut es geht, die Lungen leeren. Und dann lässt du auch den Arm sinken, bleibst noch kurz zum Nachspüren, um die Ausgeglichenheit, die Harmonie auch vielleicht wahrzunehmen, nochmal bewusst, auch den Atem ganz meditativ zu spüren, wie er ganz ruhig fließt. Und dann komm langsam wieder in die Bewegung. Streck deine Beine einfach mal aus. Und dann kommst du in den Vierfüßlerstand hinein. Und bewegst hier einfach mal den Körper, so wie es sich gerade angenehm anfühlt, durch. Einfach mal so kurz zum reinfinden. Handgelenke so unter den Schultern halten, Knie unter den Hüften. Und jetzt beginnst du am unteren, am Beckenboden, am Steißbeinbereich dich aufzurollen, rund zu werden. Und mit dem nächsten Atemzug wirst du dann wieder ganz gerade und kommst auch in eine leichte Rückbeuge. Vor allem aus dem Brustwirbelbereich heraus lehnst du dich zurück, Kopf auch mit den Nacken legen und dann wieder beginnst du am Steißbein dich aufzurollen, rund zu werden. Zum Schluss dann auch Kinn wieder auf die Brust und dann wieder aufrollen, bei den gerade Positionen in die Rückbeuge gehen. Noch eine Runde. Und jetzt bewegst du den Oberkörper, Brustwirbelbereich nach links und rechts, winkelst immer einen Ellbogen an, sodass du die Schulter jeweils Richtung Boden bringst etwas. Dich etwas einbeugst im Ellbogen, sodass du so eine Wellenbewegung initiierst aus dem Brustbereich heraus. Wie so eine Schlange, dich so hin und her schlängelst, ganz fließend. Und diese Bewegung geht jetzt immer mehr Richtung
Gesäß Richtung Beckenbereich, dass du dann eher dann wieder die Arme gestreckt hältst irgendwann und zum Beckenkreisen übergehst. Und da Richtungswechsel. Okay, und dann Bewegungslosigkeit, Zehen aufstellen, etwas weiter als hüftweit. Knie etwas anheben, schweben nach Vierfüßlerstand und halten. Und hier weiter atmen und halten. Und dann hebt den linken Arm, streck ihn weit nach vorn, mitschwebend, mit den Knien abgehoben. Zusätzlich das rechte Bein nach hinten rausstrecken und halten. Leicht angewinkelt das linke Bein halten. Und dann ausatmend wieder abstellen, aber die Knie bleiben noch in der Luft. Dann den rechten Arm, Gewicht so ein bisschen verlagern, rechten Arm nach vorn strecken. Wenn du das Gleichgewicht gefunden hast, hebst du das linke Bein, streckst es auch noch aus. Und halten. Und wieder aufstellen, im schwebenden Knie stand bleiben. Und jetzt nochmal dynamisch, linken Arm, rechtes Bein, einatmend strecken, ausatmend abstellen und dann wechseln, rechter Arm, linkes Bein. Und das machst du jetzt im Wechsel für dich in deinem Rhythmus. Halt eine gute Grundspannung im Körper und dann hast du auch ein gutes Gleichgewicht. Und bleib wieder hier in dieser Position, Knie angehoben, Arme etwas seitlicher geben an den Außenrand der Matte, Fersen etwas nach außen und dann schiebst du dich lang raus, Oberkörper lang strecken, Arme immer länger rausschieben und das Gesäß Richtung Decke bringen wollen, Beine jetzt auch strecken, sodass du im Hund ankommst. Hier erstmal auf der Stelle wandern. Gut, den ganzen Körper mitbewegen, nach links, rechts. Hüfte bewegen. Und hier jetzt nochmal statisch ankommen. Oberkörper Richtung Oberschenkel drücken immer mehr. Rücken lang bringen, Länge bringen in den Rücken und die Beine auch gut durchstrecken, so gut es eben geht. Und tief atmen. Und dann hier das rechte Bein oder erstmal den linken Fuß mittig auf die Matte setzen, das rechte Bein nach oben schieben, strecken, weit rausstrecken, halten. Hüfte bleibt parallel zum Boden. Winkle das Bein an und schieb's noch mehr Richtung Decke, die Fußsohle. Und wieder ausstrecken, lang werden lassen das Bein. Ausatmend abstellen, mittig der Matte, linkes Bein nach oben geben, einatmend. Halten, soweit es geht nach oben. Rücken dabei lang halten, anwinkeln im Kniegelenk und noch mehr die Fußsohle nach oben drücken. Und diese Höhe vielleicht beibehalten, wenn du das Bein jetzt wieder streckst. Und ausatmend aufstellen. Und dann wandere langsam mit deinen Füßen zu deinen Händen, bis du in die Vorwärtsbeuge kommst. Dort kommst du ganz kurz an. Lässt sich kurz hängen. Und dann lass ich langsam Wirbel für Wirbel in die Aufrichtung hinauf rollen. Gut. Mal noch eine Bewegung dir geben, die du jetzt brauchst. Vielleicht mal Schultern kreisen oder ich weiß es nicht. Irgendwas. Und hast du sicherlich sowieso schon gemacht. Und jetzt, um warm zu werden, kommst du ins Springen und zwar in den Hampelmann. Ganz einfach und simpel, erstmal beginnen, den Hampelmann zu machen. Ganz langsam und entspannt erstmal. Und dann kannst du aber auch schneller werden. Immer schneller und schneller, so schnell wie es geht. Und dann wieder langsamer. Und dann lass die Arme mal oben und spring noch weiter auseinander. Und jetzt gibst du die Arme vor und zurück. Aber springst auseinander mit den Beinen. Und lass die Arme wieder mitschwingen. Die Beine bleiben jetzt geschlossen. Springst weiter. Und jetzt gehst du mit den Beinen vor und zurück. Geöffnet. Die Arme gehen weiter hoch und runter.
Können wir das mal gut wechseln. Und dann springen noch mal ganz normal im Hampelmann. Und dann lass dich aushüpfen. Kurze Zwischenentspannung oder beziehungsweise Entspannung nicht, aber den Atem beruhigen lassen. Und vielleicht mal tief atmen ein und verlängertes Ausatmen. Das bringt deinen Kreislauf dann schneller wieder etwas in einen normalen Rhythmus hinein, einen entspannteren Rhythmus. Okay, ein paar Sekunden, jetzt brauchst du ein Kissen, wo du auch jetzt springst mit dem Kissen, aber das bleibt auf dem Boden, du springst immer über das Kissen seitlich drüber weg. Einmal nach links und dann nach rechts. Am besten gleich ohne Zwischensprung, so hier nochmal dich auf diese Art und Weise aufwärmst. Und dann spring vor und zurück. Das geht ja auch vor und zurück über das Kissen. Ich wollte gerade sagen, dann brauchst du ein Hörnchenkissen, um es richtig lang zu machen zum Springen, aber nein, rundes Kissen drüber, vor und zurück. Okay. Pause nochmal. Als letztes ist dann eher auch eine Mobilisationsübung, ein bisschen ins Kreislauf. Kommt doch an, wie schnell du es jetzt machst. Musst du ja nicht so schnell machen. Es ist eher so eine Flexibilitätsübung noch mit dabei. Und zwar kommst du mit geschlossenen Beinen, gehst in einen Ausfallschritt, ob rechts oder links, ist erstmal egal. Kommst in einen so seitlichen Schritt, gibst den Arm Richtung Fuß, kommst wieder zusammen, Beine geschlossen, und dann springst du etwas nach außen, gehst in eine Hocke, in Namaste, gehst wieder nach oben, springst mit den Beinen zusammen und gehst dann die andere Seite in den Ausfallschritt, kommst mit den Armen Richtung Boden. Und dann gehst du wieder zusammen, springst etwas zusammen, gehst in die Hocke, springst nach oben und dann immer zur Seite gehen. Genau. Mach dann noch jede Seite einmal. Und dann kommst du zum vorderen Rand deiner Matte. In die Tadasana-Position, in die Bergstellung. Schließ die Augen, stell dich bequem, aber aufgerichtet, entspannt auf. Und nochmal deine Füße wahr. Drück mit den Großzehballen fest in den Boden und heb. Und zusätzlich auch die großen Zehen. Große Zehen und Großzehballen in den Boden drücken. Und die kleinen Zehen kannst du erstmal angehoben weit spreizen. Und dann leg auch diese ab. Erstmal gespreizt, und dann eher locker gelassen wieder und presse jetzt auch zusätzlich zum Großzehballen den kleinen Zehballen in den Boden hinein. Und zusätzlich zu diesen beiden Punkten, Außenkante, Innenkante, Ferse, fest in den Boden verankern lassen sich. Vielleicht Wurzeln visualisieren. Dann merkst du, wie die Fußgewölbe sich aufspannen, Faszien mobilisiert werden, Fußmuskulatur. Und dann lass locker entspannt, Beine relativ gestreckt, Schambein nochmal aufrichten, Richtung Bauchnabel bringen, etwas Aufrichtung bringen ins Becken. Schultern nach oben geben, nach hinten unten schmelzen lassen, Brustkorb öffnen. Bleib aufgerichtet im Becken bei dieser Bewegung. Lass die Arme ganz locker entspannt nach unten sinken. Und Kinn nochmal Richtung Brustbein etwas geben. Und jetzt atmest du für das Sonnengebet ein und aus und gibst die Hände in Namaste. Einatmend nach oben, leichte Rückbeuge. Und ausatmend Hände neben die Füße. Einatmen rechts zurück, Sprinter. Atem halten in den Stütz.
Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zu Boden. Einatmen in die Cobra. Ausatmen, umgedrehtes V. Einatmen rechts vor. Ausatmen links dazu. Einatmen aufrichten. Ausatmen, Arme sinken lassen. Ein- und außen, Namaste. Einatmen aufrichten. Und Hände neben die Füße geben. Links zurück, Sprinter. Atem halten, Stütz. Chaturanga oder Kniebrust, Stirn. Heraufschauender Hund oder Cobra. Ausatmen, umgedrehtes V. Einatmen links vor, Sprinter. Ausatmen rechts dazu. Einatmen aufrichten. Ausatmen, Arme sinken lassen. Ein- und aus. Und einatmen aufrichten. Ausatmen, Hände neben die Füße. Rechts zurück. Atem halten. Chaturanga, Kniebrust, Stirn. Heraufschauender Hund oder Cobra. Ausatmen, umgedrehtes V. Rechts vor. Ausatmen links dazu. Und wieder aufrichten. Ausatmen, Arme sinken lassen. Nochmal links, ein- und außen. Namaste. Einatmen aufrichten. Ausatmen, Hände neben die Füße. Einatmen links zurück. Atem halten, Stütz. Ausatmen, Kniebrust, Stirn. Einatmen, Cobra. Ausatmen, umgedrehtes V. Einatmen links vor. Ausatmen rechts dazu. Einatmen aufrichten und ausatmen, Arme sinken lassen. Und dann atme ein und aus. Hände Namaste. Und jetzt streck dich einatmend ganz gerade nach oben. Und ausatmend kommst du nach unten mit den Händen in Namaste in eine Vorbeuge. Lass die Arme sinken. Atme ein, komm in eine halbe Vorbeuge, indem du den Oberkörper jetzt parallel zum Boden bringst, die Hände dann am Boden oder auf den Füßen oder an den Unterschenkeln, Schienbeinen. Ausatmen, senk den Oberkörper wieder. Und dann komm rechts zurück in einen Ausfallschritt. Also nicht in den Sprinter, sondern das Bein bleibt in der Luft gestreckt. Atme weiter und heb den rechten Arm jetzt nach oben, öffne dich nach rechts. Atme weiter tief, halte hier die Position. Dann streckst das linke Bein und komm seitlich auf deine Matte auf diese Art und Weise. Kommst in einen Gerätstand und gehst dann immer mal nach rechts, das Bein angewinkelt, gehst dort in eine Dehnung des Beininnenseite links und dann wieder nach oben und zur anderen Seite rechtes Bein strecken, linkes anwinkeln. Das mach jetzt auch für dich, so mal in deinem Rhythmus. Und dann kommst du wieder zurück, jetzt in den Sprinter, rechtes Bein ist hinten. Sprinter, links vor, rechts hinten, halten. Und dann komm in die Stützposition. Dann halte auch hier die Stützposition und drück dich in den herabschauenden Hund. Von hier nochmal in den Stütz und dann gehst du langsam nach unten in Chaturanga und gehst nach oben in den heraufschauenden Hund. Schütz deinen unteren Rücken, aktiviere da die Muskulatur. Und dann roll dich über die Zehen in den herabschauenden Hund. Nochmal einatmen, Stütz. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund, bleiben. Und jetzt geh wieder nach unten in Chaturanga, dicht über der Matte schwebend, halten. Und jetzt wie ein Brett drückst du dich nach oben in die Stützposition, Liegestützposition. Und wieder in den Hund. Noch einmal in Chaturanga, beziehungsweise Stützposition, dann in Chaturanga und dann 8-Punkte-Stellung. Von dort in die Cobra. Drück dich weiter nach oben, dass du mit den Oberschenkeln in der Luft bist, die Arme gut durchgestreckt. So, jetzt gibst du die linke Hand versetzt nach rechts, kannst die rechte Hand lösen und die Außenseite des linken Oberschenkels geben und nach rechts dich öffnen, nach rechts schauen. Zu den Füßen vielleicht oder einfach nur über die Schulter und dann wieder aufstellen. Rechte Hand nach links versetzt, aufstellen. Linke Hand lösen, nach links schauen. Und wieder zurückfinden. Und dich in den herabschauenden Hund begeben. Jetzt kommst du rechts vor, Sprinter. Richtest dich auf, gibst die Arme nach oben. Und dann stellst du den hinteren Fuß auf, die Zehen auf und drückst dich nach oben in Virabhadrasana 1. Vorderes Bein ist angewinkelt. Und
Man gibt das Gewicht mehr auf das vordere Bein, kommt in die Standwaage in Virabhadrasana 3. Arme über die Seite nach hinten geben, etwas mehr in die Aufrichtung kommen, Fußgelenk greifen, in den Tänzer gehen. Rechtes Bein jetzt gut gestreckt halten, etwas mehr aufgerichtet oder auch gern etwas paralleler zum Boden, wie du es jetzt magst. Dann komm wieder in den Sprinter und das linke Bein zum rechten dazu. Vorwärtsbeuge einatmend nach oben aufrichten. Ausatmend Arme sinken lassen. Ein- und außen Namaste. Einatmend gerade nach oben strecken und ausatmend in Namaste gehst du nach unten in die Vorbeuge. Und dann einatmend halbe Vorwärtsbeuge. Und ausatmend gibst du das linke Bein zurück in einen Ausfallschritt und öffnest dich gleich nach links. Linken Arm seitlich nach oben strecken. Und dann drück dich das rechte Bein durch, komm seitlich auf die Matte, komm wieder in eine Bewegung, dass du immer ein Bein anwinkelst, das andere Bein streckst seitlich, Innenbein, Innenseite gedehnt. Okay, und dann kommen wir in den Sprinter. Jetzt rechts ist vorn. Dann kommen wir auch gleich wieder in den Stütz. Und jetzt gehst du ganz langsam in Chaturanga nach unten. Zeitlupentempo. Bis du schwebst, ganz dicht mit der Matte. Kommst dann mit allen 8 Punkten gleichzeitig auf Knie, Brust, Stirn. Und schlängelst dich nach oben in die Kobra und in den heraufschauenden Hund. In den herabschauenden Hund. Links vor Sprinter. Und gleich kommst du nach oben, Virabhadrasana 1, High Lunge Position. Schambein aufrichten, Becken immer mehr absinken lassen. Gewicht aufs vordere Bein verlagern, Standwaage. Alles parallel zum Boden bringen, was eben funktioniert. Und die Arme seitlich nach, beziehungsweise den rechten Arm nach hinten geben, Bein anwinkeln. Etwas eher aufrichten, nochmal vorher in den Tänzer gehen. Linker Arm ist gestreckt neben den Ohr. Und dann kommen wieder zurück in den Sprinter. Links ist vorn. Mit dem nächsten Ausatmen gibst du das rechte Bein zum linken davor und bleibst in der Vorwärtsbeuge. Komm einatmend noch einmal in die halbe. Vorwärtsbeuge im Stehen und ausatmen, lass dich wieder absinken, falte die Hände hinter dem Rücken und atme ein, zieh dich, die Arme weit gestreckt nach hinten oben, zieh dich so nach oben, einatmend, kommst du zum Stehen. Dann kannst du ausatmen, die Arme locker lassen. Nochmal auf jeder Seite eine Runde ein- und aus, Namaste. Einatmen nach oben, leichte Rückbeuge, ausatmen, Hände neben die Füße. Einatmen rechts zurück, Atem halten, Stütz, ausatmen Knie, Brust und Stirn, einatmen Cobra, ausatmen umgedrehtes V, einatmen rechts vor, ausatmen links dazu, einatmen aufrichten und ausatmen Arme sinken lassen. Ein und aus, Namaste, einatmen aufrichten und ausatmen Hände neben die Füße geben, linkes Bein zurück, Atem halten. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn oder Chaturanga. Einatmen, Kobra, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Dann wieder links vor, Sprinter, rechts dazu. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, Arme sinken lassen. Und dann gehst du an den hinteren Rand deiner Matte und kommst so in die Stellung des Kindes in Garbhasana. Loslassen, entspannen, was du entspannen lassen kannst, hier in der Kindstellung im Prinzip.
Kannst du alle Muskulatur ganz loslassen. Wer nach außen sieht, träumt, aber wer nach innen sieht, erwacht. Wer nach außen sieht, der träumt, wer nach innen sieht, erwacht. Und du kannst jetzt auch wieder erwachen, dich langsam aufrollen, bereit machen für den Kopfstand Shavasana. Dafür dann ganz klassisch den Kopfstand aufbauen. Du kannst auch gerne den Clownskopfstand üben. Dafür hast du nicht die Unterarme abgelegt. Ja, doch schon. Nee, nicht. Die Hände sind abgelegt und der Kopf bilden ein Dreieck. Die Hände und der Kopf bilden ein Dreieck. Die Unterarme sind hier in der Luft, genau. Und dann wanderst du auch hier mit den Füßen zu deinem Körper hin und kommst dann so in den Clownskopfstand. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gemacht, aber es geht. Hier hast du ein bisschen mehr Druck auf der Halswirbelsäule, weil du ja nicht so gut entlasten kannst, weil die Unterarme eben der Druck da fehlt, aber es ist auch eine gute Variation, die man mal machen kann. Aber finde dann erst einmal in eine Umkehrstellung jetzt für dich passend. Komm dort an, ganz bewegungslos. Probleme gibt es, weil das Denken sie erschaffen hat. Wenn deine Gedanken voll Angst, Unruhe, Sorge, Negativität sind, ermöglichst du durch Vernetzung den Neuronen weitere Gedanken dieser Art zu erstellen. Wenn du deine Gedanken auf Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit und Freude lenkst, erstellst du die Vernetzung für die Wiederholung dieser Erlebnisse. Gern kannst du noch im Kopfstand so ein paar Variationen machen, gern so die Beine öffnen, so Gleichgewichtsübungen einbauen, dass du Beine so ein bisschen bewegst, öffnest, wie Scheren oder auch seitlich, oder die Fußsohlen aneinander gibst und dann das Becken nach links und rechts rotierst etwas. Oder machst eine Bauchmuskelübung draus, indem du die Beine anwinkelst, Knie Richtung Brustkorb absenken lässt und dann die Beine wieder streckst. Oder du gehst wieder in die Stellung des Kindes, wenn es dir genügt. Dann geh jetzt auch wieder zurück in die Stellung des Kindes. Es sei denn, du möchtest aus dem Kopfstand gleich in den Schulterstand gehen, das ist auch okay. Ansonsten jetzt noch mal kurz in eine kleine Zwischenentspannung hinein. Dann komm langsam heraus. Entweder du legst dich gleich in die Rückenlage oder du kommst aus dem Hund heraus mit den Unterarmen aufgelegt in den Schulterstand. Also so Unterarme abgelegt, Kinn auf die Brust geben. Und dann langsam so einen Purzelbaum, aber ohne Schwung, in den Schulterstand hineinrollen. Dann kannst du auch gleich super in den vollen Schulterstand gehen. Und ich roll wieder raus. Und da gehst du in die Rückenlage und baust dann von dort aus den Schulterstand auf. Hier gut einrichten. Als den Finger zeigen nach oben und vor allem dein Blick bleibt bei den Füßen beziehungsweise nach oben gerade ausgerichtet. Gern kannst du dann auch hier versuchen, diesen vollen Schulterstand aufzubauen, indem du die Hände löst, eine Hand nach der anderen, entweder erstmal am Boden ablegst oder sie seitlich neben den Beinen nach oben streckst. Du akzeptierst deine Wirklichkeit, wie sie in Wirklichkeit ist, aber du erlebst sie am Ursprung der Wahrnehmung, ohne das Vorurteil oder den Einfluss der Gedanken. Es wird eine Vernetzung der Gedanken für eine vollständig andere Wahrnehmung der Realität erstellt. Unsere innere Gelassenheit muss nicht von externen Ereignissen abhängig sein,
Umstände spielen keine Rolle, nur mein Bewusstseinszustand spielt eine Rolle. Du gehst jetzt mit dem rechten Bein nach hinten, hinter den Kopf, auf den Boden, in den halben Flug hinein, mit dem Ausatmen. Und mit dem Einatmen kommst du wieder nach oben. Und dann wechselst du die Seite. Und gehst danach mit beiden Beinen gleichzeitig in Halasana, in den Flug. Und hier verändere nochmal deine Position, so wie es dir gerade vielleicht auch angenehmer erscheint. Vielleicht die Beine ganz gestreckt halten oder etwas angewinkelt. Oder du öffnest die Beine links, rechts, seitlich gern ganz weit. Oder du gibst deine Knie neben die Ohren und machst ein ganz kleines Päckchen. Jeder denkt daran, die Welt zu verändern. Aber niemand denkt daran, sich selbst zu ändern. Erlebe du die Veränderung, die du dir bei anderen wünschst. Befreie dich wieder aus deiner derzeitigen Flugvariante. Gib die Beine gestreckt, nebeneinander, mit den Füßen aufgestellt und komm wieder in den Schulterstand hinauf mit dem Einatmen. Streck dich nochmal nach oben in den Schulterstand und dann löse jetzt wirklich mal die Hände. Wenn es auch bloß ganz kurz ist, nimm den Körper. Und wenn das Schlimmste was passiert, du rollst raus. Und jetzt unterstützt du den Rücken wieder. Und gibst das rechte Bein nach unten in die Schulterbrücke hinein. Das andere dann auch natürlich dazu. Aber du kommst mit dem rechten erstmal auf, kommst in die Schulterbrücke und drückst dich gleich wieder nach oben in den Schulterstand zurück. Und dann kommst du mit dem anderen Bein zuerst auf in die Schulterbrücke. Und gehst noch einmal, wenn es soweit ist, nach oben in den Schulterstand. Und dann ein letztes Mal, versuch jetzt gleichzeitig mit beiden Füßen zusammen aufzukommen auf dem Boden, auf der Matte. Ganz langsam, Kraft, Bauchmuskeln spüren, setzt die Füße auf, komm in die Schulterbrücke, bleib hier oder geh auch gleich gern weiter ins Rad, in Chakrasana. Um dein Herz zu öffnen, musst du dich selbst der Veränderung öffnen. Und so kommst du dann aber auch wieder in die Entspannung und kommst in die Rückenlage, löst nochmal alles, was jetzt auch vor allem in der grundsätzlichen Hauptanspannung war, Hals-Nackenbereich mal hinspüren, loslassen, aber auch die Bauchmuskulatur jetzt beim Arbeiten, am Arbeiten gewesen, dass hier den Atem. Schick hier den Atem hin und löse Verspannungen ganz bewusst. Dann Matsyasana, der Fisch. Du gibst, kommst in den klassischen oder du gibst als Alternative die Hände seitlich an deine Oberschenkel. Ich habe hier heute keinen Assistenten oder Assistentin, das finde ich sehr schade. Aber gut, dann muss ich das selber mal manchmal vormachen, wenn ich Lust habe, wenn ich es kann. Aber ich sage es ja auch immer genau an, eigentlich brauche ich es ja gar nicht vormachen. Du gibst die Hände also seitlich neben deine Beine mit den Händen fest an die Oberschenkel gedrückt, gepresst. Ganze Körper eine Linie und dann hebst du den Oberkörper an, schaust zu den Füßen und lässt den Brustkorb geöffnet. Gibst den Hinterkopf auf den Boden und presst fest mit den Händen gegen die Oberschenkel. Und dann kannst du auch noch zusätzlich die Beine anheben. Jetzt ruhst du nur auf den Hinterkopf leicht und auf deinem Gesäß. Gibst die Hände in Namaste vor der Brust zusammen. Ich gehe jetzt immer weiter, immer schwieriger. Du kannst einfach da bleiben, wo es für dich dann okay ist. Streckst die Arme nach oben oder legst sie hinter dir am Boden auf. Weit auseinandergespreizt oder greifst die Ellbögen, legst sie hinter dir, hinter dem Kopf ab. Und
Und findest so jetzt deine Fischposition. Nur aus dem Herzen kannst du den Himmel berühren. Dein Herz, das Zentrum deiner Seele. Atme tief in dieses Herz hinein und hinaus. In den Brustkorb einatmen jetzt ganz tief, aber auch in den Bauch. Tiefe Bauchatmung und spüre, wie dein Herz immer weiter wird, dein Brustkorb geöffnet. Und wenn du jetzt herauskommen möchtest, lass den Kopf einfach ausgleiten, den Brustkorb zu Boden sinken und komm in eine Shavasana-Position. Vielleicht ganz ohne Bewegung, der Körper sorgt selbst für sich, dass alles wieder in seine angestammte Position zurückfindet. Jetzt stell das rechte Bein auf, gib die Beine wieder, die Arme seitlich abgelegt, 90 Grad. Gib den rechten Fuß etwa 10 cm nach rechts, versetzt das Becken, hebst du an und versetzt es ebenfalls 10 cm nach rechts. Gib den rechten Fuß oberhalb oder unterhalb des linken Knies auf dem Bein drauf. Und mit dem Ausatmen kommst du in die Krokodilsdrehung. Mit dem linken Bein gehst du nach links, der Kopf dreht, rotiert nach rechts und gibst auch den Hinterkopf gleichzeitig ein bisschen nach links verschoben, sodass es angenehm auch wieder im Halswirbelbereich sich anfühlt. Rechte Schulter bleibt am Boden. Es ist nicht falsch, das Verlangen zu haben, wach zu sein, glücklich zu sein. Was falsch ist, ist das Glück außerhalb zu suchen, wenn es doch nur im Inneren gefunden werden kann. Nun atme ein, richte das Bein wieder auf, komm in die Rückenlage, lass das Bein kurz ausgleiten, kurz mal hineinspüren. Die Unterschiede wahrnehmen oder auch keine Unterschiede sind, einfach nur so reinspüren. Aber jetzt auch andersherum, jetzt das linke Bein aufgestellt. Gleich links versetzt etwas, aufs Becken ebenfalls und dann wieder Positionierung des Fußes, da wo es für dich passend ist, kannst du auch außerhalb aufstellen auf dem Boden. Und dann mit dem Ausatmen lässt das Bein nach rechts sinken, schaust nach links, gibst den Hinterkopf verschoben auf dem Boden entlang nach rechts. Bleib ganz wach. Buddha sagte auf die Frage, was bist du? Ich bin wach. Nun atme wieder ein, komm in die Rückenlage zurück und stell den anderen Fuß ebenfalls auf und greif die Schienbeine und roll auf deinem Rücken vor, zurück zur Seite, was dir gut tut. Und dann rollst du so weit, bis du dann zum Sitzen nach oben findest. Und kommst du erst einmal in den klassischen Sitz, Langsitz hinein. Kommst hier ganz aufgerichtet an, kannst nochmal links, rechts vielleicht den Sitzfleisch nach hinten ziehen oder dich hinten da dir aufgestützt nochmal weit fest in den Boden drücken. Dann kommst du auch gut in eine Aufrichtung und dann Beine gestreckt, so gut es geht. Kannst auch leicht angewinkelt halten. Füße zu dir heranziehen auf jeden Fall und die Arme nochmal nach oben strecken. Schultern bleiben entspannt. Und tief einatmen. Ausatmend kommst du mit geradem Rücken erst einmal so weit in die Vorbeugung, wie es dein Becken dir erlaubt. Die Arme lässt du locker hängen, naja, gibst sie auf da aufgelegt, wo sie eben hinkommen, ganz entspannt die Schultern halten, Augen geschlossen, Kopf nochmal in Verlängerung der Wirbelsäule halten, der Wirbelkette, entweder Länge im Nacken erzeugen oder auch Kinn leicht erhaben, wo du freier atmen kannst. Positionen einnehmen und lass dich ruhig jetzt mit dem nächsten Atemzug entspannter in die Vorbeuge hineinsinken. Ganz entspannt auch die Handrücken jetzt auflegen,
Dann signalisierst du deinem Körper noch mehr Losgelassenheit, noch mehr Entspannung, wird dir dann gegeben werden, noch mehr Hingabe. Gott lebt in dir als du. Und du musst nichts tun, um von Gott oder von dir realisiert zu werden. Es ist bereits dein wahrer und natürlicher Zustand. Hör einfach auf zu suchen, richte deine Aufmerksamkeit nach innen und opfere deinen Verstand dem eigenen Selbst, strahlend im Herz des eigenen Seins. Leere bedeutet Brahman unbeeinflusst von Raum, Zeit oder Umstand. Komm noch oder bleib noch eine halbe Minute jetzt hier ganz bewegungslos und entspannt, so gut es geht. Kommst du jetzt langsam wieder in die Aufrichtung. Winkelst hier jetzt erstmal nur dein linkes Bein an, nimmst es so in den Arm wie ein kleines Kind, ein Baby, in die Armbeuge, vielleicht den Fuß, mit der anderen Hand kannst du das Knie greifen, dann wiegst du das Bein so aus der Hüfte heraus, links, rechts. Und dann halt es bewegungslos und zieh die Ferse Richtung Bauchnabel. Ganz statisch halten. Dann kannst du auch, wenn es für dich gut möglich ist, oder auch wenn es nicht gut möglich ist, langsam höher gehen, den Fuß noch höher bringen, Richtung Brust, Richtung Kopf oder hinter den Kopf, für den es möglich ist. Und so weit wie es geht, eben nach oben bringen, ganz langsam und vorsichtig. Löse es aber auch langsam wieder auf und nimm dein anderes Bein ebenfalls noch als Ausgleich erst einmal in die Wiegeposition. Schauke es hin und her. Und halte dann wieder statisch erst einmal Richtung Nabel gezogen, eine Vordehnung hinein. Geh dann in deinem Rhythmus oder in deinem Tempo, wie du es merkst, eben langsam, vorsichtig, immer mehr Richtung Kopfbereich, Richtung Brust, Richtung Kopf, hinter den Kopf vielleicht. Wenn man beide Füße hinter den Kopf bringen kann, kann man dann in den Schlaf des Yogi, in die Schlaf des Yogi-Stellung gehen. Aber das machen wir heute nicht. Du gehst lieber jetzt in die schiefe Ebene. Stellst die Hände hinter dir auf dem Boden auf. Aber vielleicht ist es jemandem zu Hause geglückt, ich weiß es nicht. Aber es ist schon ziemlich fortgeschritten, denke ich mal, wenn man das schafft, Schlaf des Yogi. Du stellst die Hände hinter dir auf, kommst in die schiefe Ebene in Purvottanasana. Leicht weit nach oben, Kopf in den Nacken oder Kinn auf die Brust, Fußsohlen zu Boden bringen wollen. Um dein Herz zu öffnen, musst du dich selbst der Veränderung öffnen. Noch etwas höher gehen und dann mit dem Ausatmen kommen wieder mit dem Gesäß auf den Boden an. Und dann rollst du dich in die Bauchlage über die gekreuzten Beine und über die gekreuzten Unterschenkel oder über die Seite, Bauchentspannungslage hineinfinden. Gern dein Becken leicht schaukeln lassen, wenn es dir gut tut, hin und her. Dann stell die Hände auf unter den Schultern, gib die Stirn auf den Boden, 8-Punkte-Stellung, aber jetzt die Fußrücken aufgelegt, kein Gewicht auf die Fußrücken,
Becken gut anheben, so gut es geht. Stirn ist am Boden, press die Hände fest in den Boden und dann ziehst du die Hände Richtung Füße und in einer schlangengleichen Bewegung kommst du in die Kobra hinein mit Kraft der oberen Rückenmuskulatur, die jetzt nur arbeitet, deine Arme nicht. Du hebst die Hände kurz an, überprüfst deine Aufrichtung und legst sie dann wieder ab und bleibst hier in dieser Position. Im Herzen befindet sich die Vereinigung von Shiva und Shakti. Das maskuline Eindringen in die Spirale des Lebens und weiblicher Hingabe zur Veränderung. Erleben und bedingungslose Annahme von allem, was ist. Dann kannst du dich noch mehr hinaufdrücken. Gern jetzt nochmal aktiv die Bauchmuskeln anspannen und dann in den heraufschauenden Hund noch einmal gehen, dass du nochmal gut in eine Öffnung kommst, in eine Rückbeuge. Oder du kommst in die Königskobra, indem du auch die Beine anwinkelst, den Kopf nach hinten gibst, mit dem Kopf Richtung Füße, so gut es geht, so weit es geht. Und dann komm wieder ausatmend zurück in die Bauchlage, Entspannung, kurz genießen und Stille kurz genießen. In der Stille liegt die größte Macht. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Heuschrecke, Shalabhasana. Du gibst die Hände unter den Körper. Handstellung so, wie du gut in den Boden pressen kannst. Eng die Ellbogen aneinander, also press mit den Händen Richtung Boden und mit den Unterarmen, nicht mit den Händen Richtung Körper. So eine Hebelnutzung wirken, nutzen, Hebelwirkung nutzen. So. Und du erst einmal in die halbe Heuschrecke. Kinn ist am Boden, du hebst das rechte Bein gestreckt weit nach oben, winkelst das linke an und stellst den Fuß mit der Sohle dicht am Gesäß, so dicht wie es geht, auf, sodass du dich gut öffnen kannst jetzt in die halbe Heuschrecke hinein. Unterstützt dich mit dem angewinkelten Bein. Kannst du gut, ohne zu viel Kraft aufwenden zu müssen, diese Öffnung erfahren. Wenn du jetzt herausgehst, lässt du das linke Bein angewinkelt, legst erstmal langsam das rechte Bein, löst den Fuß, lässt das Bein absinken und wenn es auf dem Boden liegt, winkelst, lässt du das linke Bein auch wieder ausgleiten. Und dann das andere, die andere Seite, ebenfalls in die halbe Heuschrecke hinein. Und auch wieder hier erst das gestreckte Bein ablegen und danach, erst wenn es am Boden ist, lässt du das angewinkelte Bein auch ausgleiten. Das schützt dein Knie. Ansonsten ist zu viel Druck auf dem Kniegelenk und das ist nicht so gut, tut weh. Okay, wehtun muss ja hier nichts in der Yogastunde. Jetzt volle Heuschrecke. Mach das jetzt für dich. Heb beide Beine gestreckt, soweit es geht, nach oben, gern etwas angewinkelt oder gestreckt oder geöffnet die Beine. Finde jetzt hier eine Heuschreckenposition für dich oder verschiedenste Varianten ausprobieren. Wenn du dich mit dem beobachtenden Teil deines Selbst verbindest, dann wird Glückseligkeit in deinem Herzen entspringen. Nochmal etwas höher gehen vielleicht, nochmal tief atmen und dann komm wieder heraus. Frei die Arme, kurz zur Ruhe finden, nochmal loslassen, Rückenmuskulatur im Beinen, auch Becken. Und dann komm jetzt zum Bogen, zum Dhanurasana. Winkel die Beine an, greif von außen die Fußgelenke eher tendenziell Richtung Schienbein gegriffen oder eben dort, wo du gut fassen kannst. Dann hebst du jetzt mit dem nächsten Einatmen alles an, was geht. Festmachen und Oberkörper heben, Oberschenkel heben, alles fest anspannen, halten. Und dann räume nach links und nach rechts, sodass du Bauchorgane massierst, damit du hin und her rollst, bis du dann auf deine linke Seite rollst und dort liegst. Dann bleibst du auf der linken Seite liegen. Versuch dahin zu rollen, ansonsten musst du jetzt so. Da ist es ziemlich einfach zu liegen. Und
dann komm nochmal wieder zurück über die Seite, also über die Seitbewegung auf die andere Seite gerollt. Auch nochmal kurz ankommen. Und dann komm aber wieder nochmal in den Bogen hinein, bleib dort. Wenn das Bewusstsein ganz still ist, ist die Illusion verstanden, weil das Bewusstsein selbst die Illusion voranbringt. Und dann komm langsam raus, löse auf. Kurz mal entspannen. Wenn der gedenkende Geist ruhig ist, siehst du, wie die Realität wirklich ist. Und dann komm langsam jetzt, stell die Hände auf und komm in den Vierfüßlerstand und gib dir so Bewegungen wie eine Katze jetzt ganz so, wie es jetzt gerade sich gut anfühlt für dich, was du jetzt brauchst. Beweg den Körper jetzt durch. Und komm über den Panther, streck dich nochmal richtig lang in den Panther hinein. Streck die Arme weit nach vorn und komm hier in die Anahatasana-Stellung, indem du immer mehr den Brustkorb öffnest, die Arme ganz weit nach vorn, die Hände weit nach vorne rausschiebst und so immer mehr erst mit dem Kopf und dann vielleicht mit dem Brustkorb Richtung Boden kommst in Anahatasana. Und von da aus gehst du in die Stellung des Kindes zurück. Gibst die Arme, Gesäß auf die Fersen, die Arme neben den Körper. Wenn das Bewusstsein ganz still wird, ist die Illusion verstanden, weil das Bewusstsein selbst die Illusion voranbringt. Langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Und dann setzt du dich linksseitig neben deine Fersen, stellst das rechte Bein auf, kommst hier erst einmal in eine aufgerichtete Position. Das rechte Bein sollte relativ senkrecht stehen, so gut es eben geht. Fußsohle erden, Großzehballen geerdet. Und dann richtest du dich ganz gerade am aufgestellten Bein auf. Und atme nochmal tief ein und mit dem Ausatmen rotierst du jetzt einfach im Oberkörper nach rechts. Der Kopf dreht passiv mit. Den Arm gibst du über die Seite oder nach oben gestreckt. Einfach über die Seite reicht ja, weil du aufgerichtet bist. Kommst du in die Rotation, in den Drehsitz Adha Mutsya Drasana. Nach rechts gedreht zum aufgestellten Bein hin. Und dann achte darauf, dass auch die linke Schulter geöffnet ist. Du kannst dafür sogar auch vielleicht deine linke Hand, deinen linken Arm lösen und ihn auf den Oberschenkel drauflegen. So kommst du vielleicht etwas aus der Rotation, aber du hast die linke Seite des Brustkorbs auch noch mit gut geöffnet. Nochmal schließ jetzt die Augen und komm hier in deinem Drehsitz an. Ida, der weibliche Kanal oder Mundkanal, ist mit der rechten Gehirnhälfte verbunden. Und Pingala, der männliche Kanal oder Sonnenkanal, ist mit der linken Gehirnhälfte verbunden. Wenn diese beiden Kanäle im Gleichgewicht sind, fließt Energie durch einen dritten Kanal, Shushumna, entlang der Mitte der Wirbelkette, Säule. Er regt die Chakras und schaltet dabei das gesamte evolutionäre Potenzial frei. Chakra bedeutet Energierad. Kundalini ist nichts weniger als die ursprüngliche Spirale, die dein menschliches Leben ins Sein getanzt hat. Ist eine andere Anordnung der Energie als die, die wir normalerweise verstehen. Wie eine Brücke für die Materie zu der feinsten Energien und du bist diese Brücke. Und kannst
kannst du noch mal tiefer hineinfinden, vielleicht mit dem nächsten Atemzug auch noch mal mehr in die Aufrichtung gehen. Und den darauf folgenden Ausatemzug kommst du wieder zurück, rotiert, wechselst deine Sitzhaltung, sodass du jetzt das andere Bein aufstellst und dementsprechend auch nochmal dich gut einrichtest, nochmal aufrichtest am aufgestellten Bein. Das nutzt als Hebel, dich nochmal gut aufzurichten, und dann kannst du jetzt zur entgegengesetzten Seite in die Drehsitzposition kommen. Auf deine Art und Weise gern vielleicht auch nochmal bewusst die rechte Seite öffnen, die rechte Schulter, oder komm jetzt so hinein, wie es für dich eben heute passend ist. Der egoistische Verstand, der auf die äußere Welt fixiert ist, ist es, der dich davor abhält, deine wahre innere schwingende Natur zu erleben. Wenn sich Bewusstsein nach innen wandelt, wird es zu Sonnenstrahlen und die Lotusblume im Inneren beginnt zu wachsen. Sobald die Kundalini im Inneren eines Selbst aufwacht, beginnt man die Signatur der Spirale in allen Dingen zu sehen. Dann komm wieder zurück heraus. Komm in eine Hockstellung langsam, dann erst einmal wieder zurückfinden, alles an seinen Platz nochmal wieder bringen, und dann kannst du langsam, ganz bewusst, vorsichtig, in langsamen Bewegungen in eine Hockstellung gehen. Lass die Hände in Namaste. Gib die Ellbögen auf die Innenseiten der, also es ist jetzt nicht die Krähe, du bleibst einfach in einer tiefen Hocke. Gib die Ellbogen an die Innenseiten der Oberschenkel. Kannst da so ein bisschen vielleicht noch die Hüfte mit zusätzlich auch öffnen, indem du Druck drauf gibst, und die Augen schließen und so einfach ankommen. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist die Quelle aller wahren Kunst und Wissenschaft. Der, dem dieses Gefühl fremd ist, der nicht länger bewundert, pausieren und in Ehrfurcht gespannt sein kann, ist so gut wie tot. Seine Augen sind geschlossen. Du lässt jetzt die Arme ganz sanft nach unten einfach hängen und dann auch streckst du nur die Beine durch. Der Oberkörper bleibt nach unten gerichtet, sodass du dich einfach nach oben gehst mit dem Gesäß, die Beine streckst und die stehende Vorwärtsbeuge gehst auf diese Art und Weise. Du kannst dich ganz hängen lassen, ganz entspannt. Brahma ist gleichzeitig das Universum und der Schöpfer. Der Künstler und die Kunst sind untrennbar. Die Upanishaden, eine der ältesten Aufzeichnungen im alten Indien, besagen, dass Brahma, der Schöpfer, auf einer Lotusblume sitzt, seine Augen öffnet und eine Welt entsteht. Brahma schließt seine Augen und eine Welt erlischt. Und dann langsam kommst du in die Aufrichtung. Du kannst es gerne Wirbel für Wirbel machen oder du mit geradem, gestreckten Rücken kommst du ins Stehen und seitlich auf deine Matte für das Dreieck, für Trikonasana. Vor der Endentspannung jetzt noch das Dreieck. Auch bei dir zu Hause hast du sicherlich bestimmt ein Fenster. Und komm in die Ausrichtung zum Fenster und gib die Beine so eine Beinlänge oder auch so eben, wie es angenehm ist für dich. Du musst da nicht zu sehr jetzt in die Grätsche gehen. Es geht jetzt um die Seitdehnung. Du gibst die Arme seitlich einfach hängen lassend erst einmal. Den rechten Arm auf den Oberschenkel entspannt abgelegt, die rechte Hand oder im unteren Rücken. Den linken Arm streckst du weit nach oben. Ziehst die Hand richtig weit nach oben. Arm eng am Ohr angelegt. Und mit dem Ausatmen beugst du dich nach rechts. Gern nur so weit, wie dein Becken kippt, hineinspüren, und dann atmest du in die Öffnung der Flanke. Glückseligkeit ist die Energie, die auf Stille reagiert. Sie entsteht durch die Leerung des Bewusstseins von jeglichem Inhalt.
Der Inhalt dieser Energie der Glückseligkeit, entstanden aus der Stille, ist das Bewusstsein, ein neues Bewusstsein des Herzens. Ein Bewusstsein verbunden mit allem, was ist. Atme ein, komm wieder in die Aufrichtung und lass ausatmen, den Arm sinken. Und dann einatmen, den rechten Arm heben. Ausatmend nach links in die Seitdehnung gehen. Bewusstsein und Präsenz passieren immer im Jetzt. Wenn du versuchst, etwas dazu zu bringen, zu geschehen, dann widersetzt du dich dem, was ist. Es ist das Entfernen jeglichen Widerstands, durch das sich die evolutionäre Energie entfalten kann. Nun atme ein, komm in die Aufrichtung. Lass ausatmend den Arm sinken. Komm zusammen mit deinen Beinen, mit den Füßen wieder zum Stehen. Schließ nochmal die Augen kurz. Und dann machst du dich bereit auf deine Endentspannung. Auch bei dir zu Hause vielleicht noch einmal kleine Lüftung, wenn du es brauchst. Ansonsten finde dann eine gute Position, Rückenlage oder auch, wenn es dir besser gefällt, Bauchlage. Auf jeden Fall eine Position, wo du tief entspannen kannst, wo du dich geborgen und wohlfühlst und auch warm, indem du dir was überziehst oder eine Decke nutzt, damit du nicht auskühlst. Mach es dir so angenehm, wie es eben möglich ist, jetzt in deiner Shavasana-Position. Aber noch nicht zu gemütlich, weil erst nochmal die Anspannung kommt aller Muskeln, um danach noch tiefer entspannen lassen zu können. Und das machst du gleich im Gesamten. Du atmest ganz aus. Mit dem Einatmen entspannst du die gesamte Muskulatur fest an, atmest tief ein und hältst den Atem und spannst ganz fest alles an. Kannst Fäuste machen und dann auch nochmal richtig lang strecken. Auf jeden Fall richtig fest alles anspannen. Halten, halten und lösen, locker lassen, entspannen. Und nochmal einatmen, fest alles anspannen, halten, halten, ausatmen, lösen, entspannen, locker lassen. Und jetzt finde aber eine gute Lage, wo du für ein paar Minuten tief entspannen kannst. Schließ die Augen, Gesichtsmuskeln ganz weich und gelöst, Zunge locker im Mundraum, Lippen ganz sanft aufeinander. Spüre zu deinen Füßen, spüre sie, wie sie sanft den Boden berühren und spüre ganz tief hinein und lass dann von dort ausgehend hier ganz los. Und spüre die Unterschenkel und Knie, wie sie den Boden berühren und dann spüre dort tief hinein, atme dorthin. Und mit dem Ausatmen lass auch dort ganz los. Und dann spürst du zu den Oberschenkeln, Becken, Geschlechtsorgane, spürst dort ganz tief hinein, atmest hinein und dann lässt auch dort ganz los, entspannst vollständig. Komm zum unteren Rücken, zum Bauch. Zum Bauchorganen, Bauchmuskeln. Nimm diese wahr, atme hinein und lass auch dort ganz los und Entspannung hineinbringen. Oberkörper, Brustkorb wahrnehmen, wie der Rücken am Boden liegt, spüren. Tief atmen und dann ganz loslassen hier auch.
entspannen. Über die Schultern gehst du zu den Armen, zu den Unterarmen, über die Ellbogen bis zu den Händen und Fingern. Den ganzen Bereich spürst du jetzt, wie auf dem Boden aufliegt. Und dann kannst du auch hier vollkommen loslassen und entspannen. Spüre deine Gesichtsmuskulatur, beginnt im Unterkiefer und im Oberkiefer. Und noch einmal die Lippen und deine Zunge, die Wangen und die Schläfen, die Ohren, die Nase, die Nasenflügel und deine Augen. Augäpfel, Augenbrauen, Augenlider, deine Stirn, deine Kopfhaut. Gesichtsmuskeln sind entspannt. Alles ist nun vollständig entspannt, dein ganzer Körper ganz entspannt und gelöst. Nun gehst du wie in einem Traum in einen wundervollen Ort, wo du dich absolut wohlfühlen kannst. Du schaffst dir jetzt einen Ort, einen Lieblingsort, wo du alles ausmalst, alle Farben und Formen, so wie es dir gefällt. Sei jetzt der Erschaffer deiner eigenen Realität. Nimm auch Gerüche, wie auf einer Blumenwiese, Geräusche von Tieren, Klänge wahr, vielleicht auch Blätterrauschen. Schaff dir jetzt diesen deinen Lieblingsort und komm dort an, in Stille.
Wenn du aus einem Traum aufwachst, realisierst du, dass du alles in diesem Traum warst. Du hast ihn geschaffen. Das sogenannte wahre Leben ist nicht anders. Du bist jeder und jede Sache. Das eine Bewusstsein, das aus jedem Auge sieht, jeden Stein in jedes Teilchen. Leben und Tod, man selbst und andere, sind nicht voneinander getrennt, so wie der Berg und das Tal untrennbar sind. Alles ist mit der einen schwingenden Quelle verbunden. Es gibt ein Bewusstsein, ein Feld, eine Kraft, die alles durchdringt. Dieses Feld geschieht nicht um dich herum. Es geschieht durch dich. Es geschieht als du. Soham, du bist das. Sarvam Kavidam Brahma. Alles ist wahrlich Brahman. Und dann langsam kommst du wieder leicht in eine Bewegung hinein, atmest tiefer. Kannst dich nochmal strecken, vielleicht gibt dir die Bewegung, die du brauchst. Und dann kommst du in deiner Zeit in die Sitzposition wieder auf deinem Kissen. Bleib mit deinen Augen geschlossen, sodass du bei dir bleibst. Komm in eine gute Aufrichtung. Lass die Augen geschlossen, Schultern entspannt, Gesichtsmuskeln weich gelöst, Zunge locker. Und du gibst deine Hände auf dein Herz, auf dein physisches Herz. Sodass du es richtig gut schlagen spüren kannst. Leg sie da drauf und spüre, das ist dein Herz. Es pumpt den ganzen Tag. Den ganzen Tag lang Blut durch deinen Körper und schlägt die ganze Zeit über, auch in der Nacht. Dein Herz ist lange vor deinem Gehirn geboren. Das war das erste Organ im Mutterleib, das im Mutterleib gebildet wurde. Du musstest nichts dafür tun. Dein Herz wurde dir als Geschenk des Lebens gegeben. Der Wunsch des Lebens reichte aus und du warst geboren. In dem Namen, in dem Moment, als dein Herz angefangen hat zu schlagen. Nun atme tief und voll und ganz in dein physisches Herz ein und aus. Solange es lebt, solange es schlägt, bist du hier auf dieser Welt, als der Mensch, der du hier gerade bist. Und dann geh jetzt in deiner Vorstellung einen Punkt in deinem Leben zurück, an dem du extrem dankbar warst. Denke und fühle, spüre einen Moment mit jeder Zelle, jeder Faser deines Körpers. Einen Moment in deinem Leben, an dem du extrem dankbar warst. Erinnere dich so gut an diesen Augenblick, dass er dich zurückholt an Ort und Stelle. Wie sah es dort aus? Wer war anwesend? Wie hat es gerochen? War es warm oder kalt? Wie hat sich diese Dankbarkeit angefühlt? Und atme dabei tief in dein Herz ein und aus. Denk nun an ein anderes, weiteres Ereignis in deinem Leben, wo du ebenfalls Dankbarkeit empfunden hast, und platziere dieses Gefühl physisch auf das andere Ereignis wie ein Sandwich. Lass die Hände auf deinem Herzen, atme tief ein und aus und hole das Erlebnis zurück in deine Erinnerung und spüre es in deinem Körper. Fühle es in deinem Herzen, erlebe es mit deinem Geist. Und dann
Denke noch an ein weiteres Ereignis, in dem du extreme Dankbarkeit empfunden hast. Wo war das? Mit wem warst du? Oder warst du allein? Was war der Auslöser? Atme tief in dein Herz ein und aus. Lege sanft deine Hände auf die Oberschenkel und ruf ein Ereignis in deinem Leben, eine Erinnerung, in dem du ganz laut losbrusten musstest, vor Lachen. Wo war das? Wann war das? Wie hat sich das angefühlt? Lass den Atem die ganze Zeit tief ein- und ausströmen. Nun denke an ein Ereignis, was wie ein Zufall erschien in deinem Leben. Etwas hat dich zu etwas anderem geführt. Eine Person, ein Umstand, irgendeine Situation hat dich zu einem Ereignis in deinem Leben geführt, was dann sehr, sehr einschneidend war und für das du extrem viel Dankbarkeit und Liebe empfindest. Und nun lege deine Hände wieder sanft auf dein Herz. Spüre es noch einmal für dich schlagen. Atme ganz aus und ein für oben. Auf allen Welten, in allen Ebenen und in allen Zeiten Glück und Harmonie erfahren. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gruß an unseren Meister Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki. Den Gruß, so ein unendliches Ewige, das in uns, durch uns, mit uns wirkt, alles mit einschließt, Om Sat Chit Ananda Bhagavan Ki. Jai, Gruß an den Meister in dir, Om Savasantana Ki. Und vielen Dank an euch, dass ihr da seid, auch online zugeschaltet, was an unseren Filmer Valentin, dass er das möglich gemacht hat. Ja, dann einen schönen Abend und ja, jetzt erstmal einen guten Appetit euch, Om Shanti. Jai.